Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lausitzwelle Regionalzeit am Montag. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Zum Beginn der neuen Woche richtet sich unser Blick auf das Lausitzer Seenland. Bei der grauen und nebeligen Jahreszeit ist es keine Seltenheit, dass es zu Unfällen kommen kann. In Hoyerswerda waren wir deshalb zur Verkehrsunfallkommission von 2023 und haben Statistiken und weitere spannende Infos des vergangenen Jahres für Sie gesammelt. Im alltäglichen Straßenverkehr ist es leider keine Seltenheit, dass es zu Unfällen kommen kann. Diesbezüglich hat die Stadt Hoyerswerda eine Sitzung zur Verkehrsunfallkommission zur Bilanz 2023 abgehalten. Götz Gleiche, Fachgruppenleiter unterer Straßenverkehrsbehörde Friedhöfe, gab Einblicke, welche Stellen der Stadt gehäufte Unfälle aufweisen. Unter anderem sind dabei alte Bekannte in Anführungsstrichen wie die Görlitzer Brücke, die Bautzner Brücke und auch die Spremberger Brücke. Neu war für uns aus den letzten Jahren die Einmündung Röntgenstraße, Einsteinstraße, wo es auch innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren zu 5 Verkehrsunfällen mit Personenschaden kam. So hatten wir an der Bautzner Brücke die Rotmarkierung erneuert bzw. neu aufbringen lassen, den Abbiegepfeil nach rechts, den sogenannten Blechpfeil, auf der Elsterstraße in Richtung Einsteinstraße entfernen lassen, um Verkehrsunfälle zwischen Radfahrern und Kfz zu vermeiden. Hatten unter anderem auch an der Kreuzung Witschnauer Straße Geschwindigkeitsanzeigetafel aufstellen lassen, um darauf hinzuweisen, dass die Geschwindigkeiten eingehalten werden, und hatten die Rotlichtanlage abgedeckt, um Auffahrunfälle zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Unfällen, welche in die Statistiken einwirken. Linda Kanutowski von der Polizeidirektion Görlitz klärte darüber auf. Speziell für die Stadt Hoyerswerda wurden 826 Verkehrsunfälle polizeilich registriert. Das ist hier ein Rückgang um 54 Fälle zum Vorjahr 2022. 126 Unfälle mit Personenschaden wurden aufgenommen. Unfälle spielen für die Stadt Hoyerswerda eher eine untergeordnete Rolle. Da geht es eher um die ländlichen Bereiche. Da wurden 44 Wildunfälle polizeilich registriert. Das ist auch hier ein Rückgang um 10 Fälle. Und zu den Hauptunfallursachen zählen eigentlich die klassischen Vorfahrtsfehler, also Nichtbeachten der Vorfahrt, Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot oder nicht angepasste Geschwindigkeit, die jedes Jahr eigentlich wieder auftreten. Und natürlich noch ungenügender Sicherheitsabstand. Die Bilanz zeigt einen Rückgang der Unfälle durch die ergriffenen Maßnahmen. Götz Gleiche gab uns und Ihnen noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg. Wichtig wäre auch, dass Sie als Verkehrsteilnehmer, auch vor allen Dingen auch als Radfahrer, auf die Verkehrsregeln achten und damit alle gemeinsam daran wirken, dass die Unfallzahlen weiter zurückgehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Unfallzahlen weiterhin sinken und dass die gemeinsamen Bemühungen von Stadt und Polizei auch in Zukunft zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen werden. Die Wasserwacht Senftenberg und die Katastrophenschutzeinheiten aus den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster haben das größte Fahrgastschiff des Senftenberger Sees, die Santa Barbara, in ihr Winterquartier geschleppt. Wegen eines Getriebeschadens war das 29 Meter lange Schiff manövrierunfähig und konnte seinen Liegeplatz nicht aus eigener Kraft erreichen. Mit Hilfe zweier Mehrzweckboote, der Schnelleinsatzgruppen und einem weiteren Boot des DRK-Kreisverbandes Lausitz gelang der Einsatz. Die Boote umschlossen die Santa Barbara und schleppten sie sicher ins Hafencamp Kruskoschen. Insgesamt 17 Einsatzkräfte waren an der anspruchsvollen technischen Hilfeleistung beteiligt, die zugleich eine Übung für die Zusammenarbeit der Katastrophenschutzeinheiten war. Die Teams konnten neue Erfahrungen sammeln und ihre Koordination verbessern. Das seien wichtige Vorbereitungen für künftige Einsätze im Katastrophenschutz, heißt es vom DRK. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, SPD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht für die Bildung einer Regierungskoalition in Sachsen sind gescheitert. Einen Tag vor der geplanten Bekanntgabe zog das BSW überraschend zurück, vor allem wegen Differenzen in der Friedens- und Migrationspolitik sowie der Finanzstrategie. BSW-Landeschefin Sabine Zimmermann gab CDU und SPD die Schuld und kritisierte ihre mangelnde Kompromissbereitschaft. Auch beim Thema Kredite zur Ankurbelung der Wirtschaft und bei der Migrationspolitik habe es keine Einigung gegeben. CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und SPD-Landeschef Henning Hohmann sahen das Scheitern laut Pressemitteilung als Folge des Einflusses von Sarah Wagenknecht, welche mutmaßlich machtpolitische Interessen verfolgt habe.
Nun steht Sachsen vor einer ungewissen Regierungsbildung. Da Koalitionen mit der AfD und der Linken ausgeschlossen sind, bleibt als letzte Option eine Minderheitsregierung unter Kretschmer, die jedoch stark von einer entsprechenden Unterstützung im Landtag abhängig wäre. Sollte bis zum 2. Februar 2025 keine Regierungsmehrheit zustande kommen, müssten Neuwahlen stattfinden. Kretschmer will eine solche Situation vermeiden. Eine Lösung ist derzeit aber offen. Die CDU im Landkreis Bautzen braucht einen neuen Vorsitzenden. Landrat Udo Vicas will demnach nicht mehr zur Wahl am 9. November antreten. Der Landkreischef müsse sich zukünftig verstärkt auf die deutlich gestiegenen Anforderungen bei der Kreisverwaltung konzentrieren. So die Begründung. Seit November 2022 ist Vicas als Landrat und CDU-Kreisvorsitzender tätig. Die Doppelfunktion hatte er von seinem Amtsvorgänger Michael Harek übernommen. Die Athleten des Sportclubs Hoyerswerda triumphierten bei den deutschen Meisterschaften der Junioren und Senioren im Sportakrobatik-Wettkampf in Berlin mit einer Vielzahl von Medaillen. Am Finaltag lieferten die Hoyerswerda-Athleten eine grandiose Vorstellung. Nona Kara und Johanna Schöne, das Trio Mette Matul, Tabea Herkner und Annalena Domagna sowie das Mixed-Paar Milena Lalkov und Levis Grölich zeigten makellose Übungen und gewannen den Meistertitel im Mehrkampf. In der Meisterklasse holten Liora Ebnet und Sophia Hermes den Titel im Damenpaar, während Lotte Tröster, Lea Schubert und Caroline Wieland die Meisterschaft bei den Damengruppen errangen. Das Wohnhaus in der Heinrich-Zille-Straße 7 bis 9 in Hoyerswerda erstrahlt in einem neuen Glanz. Regelmäßig investiert die Wohnungsgesellschaft in ihre Bestandsgebäude, um die Lebensqualität in ihren Wohnkomplexen zu gewährleisten. Auch an diesem Mehrfamilienhaus wurden Baumaßnahmen ausgeführt, erläuterte Steffen Markgraf, Geschäftsführer der WH. Nach einer gewissen Zeit, in der Regel so 25, 30 Jahre, wird ja die Außenhaut, das heißt also die Fassade, von der Natur so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und da ist für uns immer wichtig, dass wir ja peu à peu uns unterschiedliche Objekte im Jahr vornehmen, um die Objekte wieder aufzuhübschen. Und ja, wir haben natürlich parallel dazu auch noch die Dachhaut instand gesetzt. Das heißt also, da mussten am Dach leichte Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Die Dachrinnen wurden gesäubert, die Balkonanlagen wurden gesäubert bzw. malermäßig instand gesetzt. Die Dachgrauben, die man im oberen Bereich sieht, wurden ja wieder wetterfest gemacht sozusagen für die nächsten Jahre. Und im Eingangsbereich sieht man es vielleicht im Hintergrund auch die Briefkastenanlagen und die Eingangsbereiche. Die Instandsetzung dauerte von Anfang August bis Ende September an. Die Kosten für die Fassadenerneuerung sowie die weiteren Erhaltungsarbeiten rund um den Gebäudekomplex blieben laut Markgraf im Budget. Also wir haben hier gut 83.000 Euro investiert an dem Standort, an dem Objekt. Und das Schöne vielleicht für die Mieter ist, dass sie hier keine Mehrkosten dadurch haben, durch diese Instandsetzungsmaßnahmen. Nach der erfolgreichen Instandsetzung der Heinrich-Zille-Straße 7 bis 9 richtet sich nun der Blick auf das benachbarte Objekt, das im kommenden Jahr umfassend modernisiert werden soll. Wenn man sich das Haus hinter der Zillestraße 7, 8, 9 anschaut, wird man auch hier feststellen, dass die Fassade ja über die letzten Jahre schon ein Stückchen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und wenn alles gut läuft, werden wir uns in einem Jahr an der gleichen Stelle wiederfinden. Und dann können wir vielleicht berichten, dass also auch das dritte Haus hier in der Zillestraße ja wieder durchgemalert, durchsaniert worden ist und die Außenhaut wieder im neuen Glanz strahlt. So gibt es also auch im nächsten Jahr bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda keinen Stillstand. Mit der Plakatkampagne "Die Lausitz, krasse Gegend" zeigt die Wirtschaftsregion Lausitz ihren Wandel und präsentiert sich als zukunftsorientierte Region voller Perspektiven. Zunächst werden die Plakate in 9 Lausitzer Städten zu sehen sein. Cottbus, Forst, Guben, Peitz, Lübbenau, Lübben, Finsterwalde, Senftenberg und Spremberg sowie überregional an zentralen Standorten in Dresden, Potsdam, Leipzig und am Berliner Hauptbahnhof. Die Motive vereinen moderne Technik und authentische Porträts von Lausitzer Akteuren, die den Wandel aktiv mitgestalten.
Die Plakataktion setzt auf Projekte wie das Coworking Space Lübbenau und den Industriepark Schwarze Pumpe, um die Region als lebenswerten Raum für Arbeit und Leben zu positionieren. Weitere Kampagnenphasen folgen im April und September 2025. Unternehmer, Wirtschaftsvertreter, Verbandsfunktionäre und Kommunalpolitiker trafen sich am 6. November beim Lausitz-Forum 2038 im Kulturhaus der BASF in Schwarzheide. Der Fortschritt des Strukturwandels soll bilanziert und über die Vision der Lausitz als Net Zero Rally gesprochen werden. Ziel ist es, die Region zur ersten in Deutschland zu machen, die klimaneutral wirtschaftet. Ein Schwerpunkt des Treffens liegt auf den nötigen Technologien, um die Energiewende weiter voranzutreiben. Unterstützung gibt es von einem neuen EU-Gesetz, das Bürokratie abbauen und Genehmigungen beschleunigen soll. Die Modellregion Lausitz hofft auf zusätzliche Fördermittel für nachhaltige Investitionen. Der Status als Net Zero Rally könnte den Ausbau erneuerbarer Energien, die Modernisierung der Infrastruktur und die Schaffung grüner Arbeitsplätze vorantreiben. Die Stadt Hoyerswerda wird die untere Denkmalschutzbehörde zum Jahresende schließen. Ab dem kommenden Jahr werden deren Aufgaben vom Landkreis Bautzen übernommen. Hintergrund: Hoyerswerdas einziger Denkmalpfleger Ralf Große geht altersbedingt in den Ruhestand. Die untere Denkmalschutzbehörde in Hoyerswerda war durch eine Sonderregelung auch nach der Aufgabe der Kreisfreiheit 2008 in der Zusestadt verblieben. Laut Stadtverwaltung bringt die ersatzlose Streichung der Stelle der Stadtkasse jährliche Einsparungen von rund 40.000 Euro. Die Stadt Senftenberg sucht Baumpaten zur Verschönerung des Waldfriedhofes. Der Vorplatz des Friedhofes soll grüner und schattiger gestaltet und mit neuen Bäumen wie Trauerbirken und Apfeldorn sowie mehr Sitzgelegenheiten ausgestattet werden. Interessierte können durch eine Baumpatenschaft die Anschaffung und Pflanzung der Bäume finanziell unterstützen, ohne spätere Pflegeverpflichtungen. Schilder an den Bäumen werden auf die Paten hinweisen, während eine beauftragte Firma die Pflege übernimmt. Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstagmorgen 8 mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Gruppierung namens Sächsische Separatisten festnehmen lassen. Zeitgleich fanden in rund 20 Objekten Durchsuchungen in Sachsen und in einem Fall in Polen statt. Die Gruppe soll eine rassistische, antisemitistische und apokalyptische Ideologie vertreten und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland ablehnen. Nach Überzeugung der Mitglieder stehe Deutschland vor einem drohenden gesellschaftlichen Zusammenbruch. Die Ermittlungen richten sich auch gegen 7 weitere Verdächtige, teils sogar bis nach Österreich. Die Ermittlungen laufen an. Im Lausitzcenter hat ein neues Bekleidungsgeschäft eröffnet. Nachdem das Ladengeschäft von Depot Anfang September schloss, steht an derselben Stelle nun Mr. Lady. Auf etwa 360 Quadratmetern richtet sich das Modegeschäft an Kundinnen und Kunden ab 25 Jahren sowie an junggebliebene Erwachsene. Filialleiterin Kathleen Seidel freut sich mit ihrem Team auf die neue Herausforderung. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, sich für Aushilfsstellen zu bewerben, da das Geschäft weiterhin Verstärkung sucht. Die Gewinner beim diesjährigen Jugendredeforum im Sächsischen Landtag kommen aus Dresden und Bautzen. Sie beeindruckten als Sachsens beste Nachwuchsredner mit ihren rhetorischen Fähigkeiten und packenden Debatten zu aktuellen politischen Themen. Jakob Paridon vom Gymnasium Dresden-Klotzsche gewann den Wettbewerb mit einer Rede über freie Fahrt auf Autobahn. Nathalie Junke vom Schiller-Gymnasium Bautzen und Henriette Glauche vom Roman-Roland-Gymnasium Dresden belegten den 2. und 3. Platz. Die Redebeiträge, die aktuelle politische Themen wie Wehrpflicht und Fachkräftemangel behandelten, wurden von einer Jury aus Medien- und Kommunikationsexperten bewertet. Die LEAG in Boxberg setzt den Aufbau großer Batteriespeicher fort. Geplant ist, Batteriekapazitäten auszubauen und dafür bestehende Industrieflächen, Leit- und Stromanschlüsse zu nutzen. Laut Projektleiter Daniel Kosel ist die Big Battery Oberlausitz ein wichtiger Schritt hin zu einem Lausitzer Batteriepark im Gigawatt-Bereich. Das modulare System umfasst 2 Speicherstränge a 50 Megawatt, die parallel oder gegenseitig abgesichert arbeiten können. Im Vergleich zur
Big Battery Lausitz mit größeren Containern werden in Boxberg über 400 kompakte Container mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus installiert, die sich durch hohe Zyklenfestigkeit und Platzersparnis auszeichnen. Auf dem Baugelände im Boxberg, östlich des Kraftwerks Blocks R, entstehen derzeit Fundamente für Batterie- und Schaltanlagen sowie Brandschutzvorrichtungen. Die Installation aller Anlagen wird mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ich liebe die sportliche Herausforderung. Das ist für mich ein Lebenselixier. Als ich vor circa 2 Jahren bei einem Golfturnier ganz fürchterliche Schmerzen in meinem Hüftgelenk hatte, war es für mich eine mittlere Katastrophe. Dann habe ich von Rosaxan gehört. Und seit ich Rosaxan einnehme, sind diese Schmerzen komplett verschwunden. Jetzt kann ich mich endlich wieder meinen neuen sportlichen Zielen hingeben und freue mich sehr darauf. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Von den Hoyerswerdaer Straßen geht es nun in die Lausitzhalle. Der 17. Kunstmarkt mit beeindruckenden Grafiken, Malereien und Fotografien fand dort statt. Was es genau zu sehen und bestaunen gab, das hat meine Kollegin Antonia Naumann jetzt für Sie zusammengefasst. Zwischen Grafiken, Malereien, Fotografien, Plastik und Schmuck waren nicht nur Kunstliebhaber unterwegs, sondern auch wir mit der Kamera. Wir haben einen kleinen Eindruck des 17. Kunstmarktes in Hoyerswerda eingefangen, der vom 2. bis zum 3. November stattfand. Etwa 600 Arbeiten wurden im Forum der Lausitzhalle ausgestellt. 600 Kunstwerke, die eine Stimmung eingefangen haben. Eine Zeit, einen Moment. 600 Kunstwerke, die alle ganz individuell den kreativen Gedanken ihrer Schöpfer entsprungen sind. Jedes einzelne Stück zog die Besucher in seinen Bann und lud zum Bestaunen und Interpretieren ein. Das ein oder andere präsentierte Kunstwerk hat sogar ein neues Zuhause gefunden. Denn der Kunstmarkt war nicht nur zum Bestaunen der geschaffenen Werke da, sondern auch zum Handeln. Musikalischer Begleitung verlor man schnell den Sinn für die Zeit. Der Kunstmarkt schaffte eine träumerische Atmosphäre, in der jedes präsentierte Stück die Besucher in eine andere Welt entführte. Damit sind wir am Ende der heutigen Lausitzwelle Regionalzeit angekommen. Morgen nehmen wir Sie mit auf die Reise in das Oberlausitzer Bergland und seine Gefilde. Und wenn Sie möchten, dann hören Sie doch morgen früh in den fröhlichen Wecker im Lausitzwelle Radio rein. Für heute wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bis morgen und bleiben Sie wohlauf. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.